Die meisten Hilfsorganisationen haben den Verhaltenskodex für private Seenotretter auf dem Mittelmeer nicht unterzeichnet. Mit dem Kodex will die italienische Regierung Rettungsaktionen für Migranten auf dem Meer besser regeln. Seenotretter fühlten sich dadurch jedoch kriminalisiert. Unter anderem verweigerte Ärzte ohne Grenzen die Unterschrift. Generaldirektor Gabriele Eminente erklärte: Im Prinzip wird sich nichts ändern, denn auch vor diesem Kodex gab es nationale und internationale Gesetze und Verträge, die Such- und Rettungsmaßnahmen auf See regeln und die rechtlich höher stehen. Und das sind Gesetze, die wir immer eingehalten haben. Ein Verhaltenskodex muss die EUNAVFOR-Mitschiffe und die Frontex-Schiffe einbeziehen, die auch dort vor Ort sind, die wir aber die meiste Zeit im Such- und Rettungsbereich nicht sehen, weil sie nicht an den Such- und Rettungsaktionen beteiligt sind. Aber für einen effektiven Verhaltenskodex müssen alle Akteure an den Tisch, nicht nur die NGOs, so Jugendrettet-Koordinator Titus Molkenbuhr. Die deutsche Organisation stimmte dem Kodex ebenfalls nicht zu. Unterschrieben hat Save the Children. Wir hätten nicht unterzeichnet, wenn auch nur ein einzelner Punkt unsere Wirksamkeit eingeschränkt hätte. Wir hoffen, dass damit die Polemik gegen die NGOs endet, die angesichts des Sterbens von Menschen auf See wirklich absurd ist, sagte der italienische Direktor von Save the Children, Valerio Neri. Das Engagement der privaten Helfer war in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert worden, weil Einsätze immer näher an der libyschen Küste stattfinden.